Ja, also ich habe schon eine ganz klare Vorstellung davon, wo es hingehen soll mit dem Essen oder mit meinem Essen. Es ist natürlich immer auch so eine Gratwanderung, was mutet man den Gästen zu und was ist man bereit, auch wie viel Risiko ist man bereit, auch zu gehen. Also wie sehr fordert man die Gäste. Mein Ziel ist eigentlich schon wirklich noch reduktiver zu werden, also einfach wirklich die Sachen, die wir machen, in einer absoluten handwerklichen Perfektion, aber es ist jetzt nicht mehr 10 verschiedene Sachen am Teller oder 5 verschiedene Sachen, sondern einfach wirklich nur noch 2, vielleicht 3 Sachen und diese Sachen perfekt, also heißes Essen auf heißem Teller, sauber gekocht und extrem schmackhaft. Also das wäre so mein Plan.